Natürlich, würde ich machen. So. Micky, wir müssen reden. Danke, Kumpel. Sag mal, hast du meinem Freund oder ein Dankeschön? Hallo, Aspirin. Wunderschönen guten Morgen dir. Hui, Steinchen. Eine Laufding schon, nein, noch nicht. War eigentlich für den 18. geplant. Es kam jetzt leider was dazwischen. Ich muss jetzt gucken, wann wir das stattdessen machen. Aber noch war er nicht. Also hast du nichts verpasst. Das ist nur in der Planung. Leider. Wieder. Es kam leider ein Familienessen dazwischen. Und das ist zeitlich dadurch, dass sein Sio sagt ab. Wenn Sio absagt, könnte der 18. trotzdem noch stehen. Aber ansonsten ist die Zeit halt sehr knapp bemessen dafür. Weil ich glaube, da brauchen wir schon einige Stunden. Und ja. Ist halt auch doof. Von daher, mal gucken. Ich sage dann auf dem Discord Bescheid, wenn wir ein Datum gefunden haben. Neues. Aber ich hoffe, es geht dir soweit gut. So, jetzt brauche ich nur noch einen Nachtdorn. Hab die Woche Urlaub. Sehr geil. Dann genießt deinen Urlaub. Ich sehe nichts. So viele Bäume. Hallo Ska. Jetzt hör mir gut zu. Nee. Will grad nicht. Ich hab die Hoffnung, dass ich hier noch einen Nachtdorn finde. Noch eine Folge, die Abenteuer von Zero Kevin geschafft. Geht's denn voran sonst? Mit deinen Folgen. Ich habe das ja alles ein bisschen zu dicht an dicht gepackt. Achso, okay. es geht so, der Anfang von Folge 5 bin ich schon mal gut. Ah, okay. Na, das ist scheiße. Das ist scheiße. Also, dass es nicht vorangeht. Wie heißt nochmal, was ich hier in Antwerpen passiert, Kevin? Für vermeintlichen Sabotage vom Parapult zu Tode verurteilt. Sie sollten mit Steinen beschwert in den Brunnen geworfen werden. Doch mit Hilfe von Schnurs und Käse für lange Reisen konnten sie mehr oder weniger retten. Wir hätten die Schnurs Käsestübeln landeten aus unentwegen Grundwald. Machten in Folien. Jedenfalls haben sie dort schon eine neue Freundschaft. Schossen mit 24. Oh Gott. Okay, jetzt muss ich raustappen, weil jetzt geht's so schnell. Mein Chat ist leider nicht so groß. So, wo war ich? Wahrscheinlich 4 andere. Dicker Kerl und Bahn ist oder den. Da ist Schurken. Damit haben sie schon ihren ersten Kampf beschritten und mussten von den merkwürdigen Regelungen jeden anderen von ihnen entfernen. Zu Ceres Entsetzen gab es hier in diesem Kontinent keinen Obdachlose. Er reiste zum ehrwürdigen Kampfkunstmeister Hanigrafe zur Klarheitschaft. Geiler Name. Alles klar, die Hälfte unserer Sendezeit haben wir jetzt mit dem, was war, so vergeudet. Zeit für das Intro. Stellt euch jetzt irgendwas Cooles vor. Dazu spielt Kevin seiner Triangel. Okay, das ist echt cool. Das ist echt cool. I like it.
Jetzt ist sogar noch. Oh, ich habe doch noch einen Aspirin-Komplex. Ich habe doch noch Komplexe. Aber nur einer. Mir hat es so gesagt, ich habe keine mehr. Na gut, eins ist jetzt noch nicht viel. Ne? Ist tatsächlich das Letzte. Okay. Also mein Aspirin-Komplex muss ich mir gut einteilen. Das kann ich nur dann nehmen, wenn es mir wirklich scheiße geht. So. Jetzt kommt halt meist die lachende Giraffe, die auf einem steilen Berg wohnt. Gerade immer wieder keine Lust. Ah, verstehe. Ja. Die Lust kommt schon wieder. Denke ich. Ich glaube, wenn man sowas schreibt, hat man öfters mal so kleine Flauten. Könnt ihr mir zumindest vorstellen. Wally, was tust du da? Unheimlich. Einfach nur unheimlich. Ich halt weiß, was kommen soll und wie der aussieht, so mit so einem richtigen krassen weißen Meisterbart. Wahrscheinlich die langen, dünnen Schnurrbärte. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Siehst du ja gefühlt in jedem Kung-Fu-Film oder Anime. Aber finde ich cool. Ich mag solche Kung-Fu-Meister. Was wollte ich machen? Steine abbauen, ne? Und Aufgaben nebenbei erledigen. Gereinigte Nachtscherben. Ah, jetzt haben wir auch ihre. Okay, Woody und Bast brauchen wir dafür. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, gereinigte Nachtscherben. Gereinigte. Bummwandlerverzauberung. So. Jetzt muss ich noch gucken, was der Kerl braucht. Sammlung. Amethyststoff und Eintopf. Da ist Dütkan Nikolum. Ja, wir haben ihn. Okay, ich hatte ihn also schon mal gefüttert. Das heißt, wir haben jetzt alle Hasen. Oh, alle Kanickel haben wir. Sehr geil. Okay, die beiden sind den ganzen Tag da. Der ist auch nicht da. Der ist nicht da. Also, schön, hier machen, habe ich gehört. Nein! Nix da! Nix da. Nein, nein, nein. Nein. Einfach nein.
bin ich konsequent dagegen. Einfach nein. Ach, Leute. Ich glaube, ich müsste meine ganzen Sachen auch mal wieder ein bisschen sortieren, die ich da so habe. Gut, und wir müssten oben mal dekorieren. Stimmt, können die eigentlich mal Platz machen oben? Kija. Was ist davor ziehen? Spitzsacke. Probieren wir einfach mal. Mache ich aber irgendwo oben. So, warum gehe ich denn zu Fuß? So, hier oben möchte ich jetzt erstmal das Gebiet freiräumen. Alter. Okay, das ist echt geil. Ja, da krieg ich ein bisschen was raus für. Schneebälle. Oh, alles einsammeln, was man findet. Man könnte es ja jetzt gebrauchen. Wobei ich aber erstmal hier hinten Platz mache. Der anderen Seite des Flusses meine ich noch nicht. Servus, kleiner Fuchs. Ich habe leider nichts zum Füttern gerade. Die andere Seite des Flusses ist so aus die Mumie. Gehört die auch zum Spiel? noch nicht! Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal Mumien. Hat mich gewundert, dass es zum Halloween-Event keine gab. Da gab es ja tatsächlich leider keine Mumien. Okay. Die Obstbäumchen. Ich weiß nicht, wo ich mit den ganzen Obstbäumen hin soll. Oh Gott. Gut, Sträuchern. Pack jetzt mal da hin.
Nee, das kann ich leider nicht umstellen. Oh, ich hasse Erkältung. Ätzend. Jetzt Scheiß ausgedacht hat. So. Alles weg, was keine Miete zahlt. Das kann ich leider nicht wegpacken. Das kann ich wegpacken. Und die kleinen Steine. Dass ich das denn nicht umsetzen kann, na gut, das. Oder? Kann ich. Kann ich das hier hinten? Nachdem er. Ah ja, wenn er repariert ist, geht's. Okay. Oh. Muss ich nur gucken, was ich da für einen Weg nehme. Was haben wir denn für Wege? Nee, hier nicht. Sammlungen. Werkbank. Geschneite Kopfsteinpflasterstraße. Stein und die Schneebälle. Kriegen wir hin, oder? Hoffe ich. Das ist natürlich die Frage, wie viele Schneebälle ich habe. Weil ich mir die Frage stelle, warum ich überhaupt Schneebälle brauche, wenn hier überall genug Schnee liegt. Habe ich. Naja, ich hinterfrag's lieber nicht. Hier sind noch. Ich kann von ihm Schneebälle kaufen. Zumindest ein paar konnte ich kaufen. Okay, ich brauche mehr Stein. Das sortiere ich später ein. Wie lange folgt mir Bayana jetzt schon? Er seit 18 Minuten! Ach du Heilige. Ich muss nämlich mit dem Mädel jetzt hier eine Stunde lang rumlaufen. Danke.
Hallo Scar. Wie sehen meine Kürbisse oben aus? Miserabel. Sie wachsen nicht. Dann wachsen sie halt nicht. Okay. Was gibt's hier für schöne Sachen? Wahrscheinlich auch nichts. Oh. Okay, zum Anziehen tatsächlich. Jetzt heute mal nicht so. Aber gar nichts. Also ich kaufe zwar trotzdem, weil habe ich noch nicht, aber... Ja gut, den Hirschkopf habe ich schon. Oh, das ist schön. Das brauche ich. Oh, das hier brauche ich auch unbedingt. Allein für den Sommer. Okay, meine Kürbisse müssen wachsen. So. Wie viel habe ich? 8 von 20. Wir müssten rein theoretisch viel, viel mehr sammeln. Bräuchte auch mehr Kisten. Vielleicht doch einfach mal alles auf eine Etage werfen. Kann ich eigentlich mal machen, ne? Nein, Scar. Dich nicht. Ah, und ich muss noch 40 Zwiebeln verkaufen. Also wieder nach oben. Hab doch Zwiebeln. Das war jetzt nicht der Plan. Okay, 30 Zwiebeln. Aber gut, ich kann das sowieso einmal hier leer machen. Verkaufe ich das einmal. Den Rest packe ich dann ins Inventar und den Raps verkaufe ich. Nein, du sollst... Oh, Mann. Also manchmal. Sag mal. Ich verarschen.
So. Und verkaufen den ganzen Scheiß. Hallo, Rufi. Raps. Das verkaufen. Den Topaz verkaufe ich jetzt mal nicht. Da ich keinen habe. Sehr kontraproduktiv. Da sind die Zwiebeln. So. Sammle Sternmünzen. Verarschen. Naja, Belohnung. Heißer Kakaostand. Okay, ich habe noch nichts, was ich für die Umgebung brauchen kann. Und der so weiter hier rumlatschen. Da krieg ich 30 für. Und so eine Kacknachtdorne. Was sagen die, irgendjemand hier mal Erik gesehen? Ja, da. Da ist so nichts. Oh. Verarschen. 2 Sekunden. Schön, Anna. Ja, natürlich ist er in seinem Schloss. Wo sonst? Okay, der ist hier nicht drin. Spiel, was erzählst du mir? Der ist zwar nicht drin. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, klar, jetzt ist er essen gegangen. Okay. Gut. Ich werde mir aber auch einmal ganz kurz was zu essen machen.